Hier ist Lydia. Lydia ist 73. Hallo Lydia. Hallo. Hallo Lydia. Hallo Domia. Ich freue mich, dass du da bist zu unserem Thema. Es geschah im Wald. Ja, es geschah im Wald. Ich war, das ist schon ein paar Jahre her, ja, auf dem Friedhof in Dünnwald. Ja. Und da habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der auch Witwer war. Mhm. Und der frug mich, ob ich noch Zeit hätte, mit ihm ein bisschen da anschließend im Wald zu spazieren gehen. Oh. Und da habe ich gedacht, na ja, der ältere Mann, der kann da nichts tun und so, ne? Tun ja. Der Gefallen, die freuen sich, wenn sie sich mit jemandem mal unterhalten und so, ne? Ja. Ja, da sind wir ein Stück da durch den Wald gegangen, hatte meine Hand gehalten. Auf einmal sagte er zu mir, er riecht gerne Fläumchen, Muschis. Oh, ja. da ging aber zur Sache. Ja, und da habe ich gesagt, wie Muschis, wie meinen Sie das denn? Ja, unten würde er gern französische Frauen beglücken. Da bist du doch aus allen Wolken gefallen, oder? Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also ich war 25 Jahre verheiratet und mein Mann hat sowas nie gemacht, nie. Ja, und auch nie gesagt? Nein. Der stand nur immer auf Bumsen. Bumsen, bis er oben drunter fällt. So, und, ja, jetzt gehst du mit einem wildfremden Mann in den Wald und der sagt sofort sowas Schweinisches. Ja, das war ja am Tag, war ja nicht in der Nacht. Ja. Nachmittags gewesen. Wie ging es dann weiter? Und auf einmal, habe ich gedacht, habe ich meine Hose ausgezogen und habe mir die unter die Arme geklemmt. Da sind wir so einen schmalen Pfad gegangen. Ja. Und da habe ich mich an einen Baum gestellt und er hat sich vor mir gekniet. Sag bloß. Und da ging er zur Sache. Nein. Mann. Das war ein Gefühl, Domian. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, ich kriege Gehirnstaufe. So was Schönes habe ich noch nie erlebt. Das hatte einen Orgasmus, der hätte länger anhalten müssen. Also du warst mit einem richtigen Fachmann da unterwegs. Ach, das war der richtige Fachmann, das kann ich dir sagen. So was habe ich noch nie erlebt. Sag mir doch mal, genau wie alt du da warst. Ja, wie alt war ich da? Mein Mann ist 84 gestorben und ich bin 40 geboren und das war ein Jahr so danach. Ja. Ja, da 85. Ja, ich bin 40 geboren. Dann warst du 45, 46, so ja, bekannt, ja. Da hatte ich schon ein ganzes Jahr nichts mehr gehabt, ne? Und wie ging es dann weiter? Ja, dann haben wir uns nochmal getroffen. Auf dem Friedhof. Und warum immer auf dem Friedhof? Wir hätten ja gleich im Wald gehen können. Ja, wir mussten ja unsere Gräber pflegen. Ach so, verstehe. Er, seine Frau, ich, meinen Mann. Natürlich. Frische Blumen und so weiter und so fort. Ne? Ja, und anschließend sind wir dann immer da, direkt in Dünnwald. Da ist ja direkt grenzt da dran, so ein schöner Wald. Und da sind wir in der Wald wieder hier. Einige Aber ich hatte Schiss gehabt. Ich habe gedacht, wenn jetzt der Förster gut und schießt und Zehnte hinten rein, da wäre was gewesen. Aber und, ich habe das so genossen, und die war Augen zugemacht. Und einmal haben wir es im Auto gemacht. Ja. Und einmal war er bei mir zu Hause. Mhm. Aber das wollte ich nicht, weil ich noch einen schulpflichtigen Jungen hatte. Da hatte ich immer Angst gehabt, na ja, gut, der Junge nach Hause. Ja, ja. Also am schönsten war es im Wald. Und da war am schönsten war das im Wald. Aber es war immer nur, dass er es oral gemacht hat, ne? Das erste Mal. Das erste Mal. So was Herrliches. Und der sagte noch zum Schluss, sagt er, wenn es kommt, dann sagst du Bescheid. Ich habe nur die Augen zugemacht und genossen. Ich denke, was will der jetzt? Da habe ich gedacht, der beißt mir mein Kitzel ab. So geil war der gewesen. Der war so geil da drauf gewesen. Und er sagte zu mir, er ist glücklich, wenn er Frauen auf diese Art und Weise beglücken kann. Also der wollte dann gar nicht mit dir schlafen danach? Nein. Das war immer mit dem der Mund? Der war auch vollkommen angezogen, der hat einen Anzug an. Und, ich brauchte auch bei ihm nichts zu machen, gar nichts. Ich meine, du konntest dich wunderbar bedienen lassen. Ja. Also, herrlich. Das war mal herrlich. Wie lange hielt denn dieser Kontakt dann an? Ja, das war ungefähr zwei, drei Monate, dann ist er gestorben. Ach, ich habe ja das Grab von seiner Frau gesehen. Ne? Ja. Wir sind ja dann über dem Friedhof immer spazieren gegangen, haben uns unterhalten. Hör mal, das ist aber ein Unglück, dass der dann nun gerade auch dann auch gestorben ist. Ja, der war viel, viel älter wie ich gewesen. Bist du denn dann an sein Grab aber auch ab und zu gegangen? Ja, bin ich auch gegangen. Aber ich habe immer gedacht, vielleicht guckt die Zunge noch darauf. Aber das war nicht der Fall gewesen.
Ich spreche übrigens gerade mit Lydia, falls es euch interessiert, 73 Jahre alt. Ich sag, ja, ist doch was Herrliches, du bist ja, wenn man einen Orgasmus hat. Ne? Es gibt doch nichts Schöneres, wenn man nichts anderes auf der Welt hat. Natürlich. Ich find das herrlich. Natürlich. Wie sieht es denn heute bei dir aus mit dem Orgasmus? Ja, heute. Es ist ruhig geworden. Ich habe keinen Mann mehr, schon lange nicht mehr. Vielleicht solltest du mal auf dem Friedhof wieder spazieren gehen. Ja, vielleicht lernt man wieder einen kennen. Man weiß es nicht. Lernt man ja Witwer kennen. Ne? Genau, und vielleicht ist dann auch wieder in der Nähe ein Wald und manchmal wiederholen Dinge sich ja. Ja, das kann ja möglich sein. Das ist ein toller Tipp von dir. So. Das werde ich befolgen. So, und wenn, dann könntest du ja nochmal anrufen und uns die Geschichte weitererzählen. Ja. Es geschah im Wald. Es geschah im Wald. Das, nee, das war wirklich herrlich gewesen. Also so ein Gefühl habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe jetzt wirklich rausgehört bei dir, dass du mit diesem Mann durch diese Art der Sexualität einen Orgasmus erlebt hast, den du vorher nicht erlebt hast. Nee. Das ist toll. Nee, das war toll. Ja, das ist wirklich toll. Was denkst du, der ging von der Zehe bis hoch in den Kopf rein. Also ich habe gedacht, ich kriege eine Hirnstaufe. Du warst ja ehrlich, sowas Herrliches. Du warst ganz von Sinn. Ich war ganz vom Sinn, ich war ganz weggetreten. Stell dir mal vor, da wäre ein Spaziergänger vorbeigekommen. Ja, das war ja so ein ganz schmaler Pfad. Das wäre mir egal gewesen, ich habe die Augen zugemacht. Ich war ja auch nicht ausgezogen, ich hatte ja nur einen Rock an, den habe ich hochgehoben. Ne? Ja. Und hör mal, der nächste Tag, ne? Ja. Da hatte ich auf einmal in der Waden einen Krampf, so eine Art Muskelkater gehabt. Da war ich am Überlegen, woher hast du das? Das hatte ich von dem strammen Stehen. Natürlich. Ich hatte doch Bumps an. Ja, klar. Wenn man so steht da am Baum. Wie lange hast du denn am Baum gestanden? Oh, das war nicht lange. Naja, aber immerhin, du warst schon angestrengt da. Ja, das war schon Spannung, ne? Ja, aber das war herrlich. Also ich würde es jedem mal empfehlen, in der freien Natur und an der frischen Luft. Ja, aber es hat ja nicht jeder so ein Glück, dann auch so einen tollen Liebhaber zu haben, ne? Oder ja, zu finden. Das ist das Problem. Die meisten machen das nicht, glaube ich nicht. Ne? Glaube ich auch nicht so. Lydia, ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja. Wir können uns gerne mal zu einem anderen Thema nochmal unterhalten. Ja, also, ich gucke immer deine Sendung. Das freut immer mich interessante total. Interessante Sachen. Ja, ich danke dir. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, unsere Lydia. 0800 220 50 50. Ich komme schon ins Stottern.